Die deutsche Jazzszene hatte vor Jahrzehnten noch klangvolle Namen wie Albert Mangelsdorf, Klaus Doldinger oder Paul Kuhn zu bieten. Nach diesen altgedienten Künstlern schien, mit ganz wenigen Ausnahmen, keine bemerkenswerte Generation mehr nachgewachsen zu sein. Das Bild hat sich jedoch mittlerweile dramatisch geändert. Eine Riege junger Musiker krempelt die deutsche Jazzwelt um und beginnt sich international zu behaupten. Anlass für uns, in einer fünfteiligen Serie unter dem Titel Fünf Farben Jazz einige dieser Protagonisten vorzustellen. Ab heute bis 18. Juli, jeweils mittwochs, zeigen wir Ihnen unterschiedliche Konzepte. Den Beginn machen heute Triband, die sich in vielen verschiedenen musikalischen Richtungen wohlfühlen. Ihre neue CD heißt Trip. Katja Durecker hat die Musiker von Triband auf ihrer musikalischen Reise begleitet. Triband bei einem Heimspiel. Live in der alten Feuerwache in Mannheim. Mal sphärisch, mal mit handfestem Groove. Im Proberaum des Schlagzeugers Tommy Baldu in der Pfälzer Provinz. Hier ist das Kreativzentrum von Triband. Hier entstehen alle Songs, immer gemeinsam komponiert, mit einer fast unwirklichen Sicherheit und Harmonie. Das ist eigentlich der Moment, den wir ganz am Anfang in der Band schon gespürt haben, in dieser Konstellation, und den es jetzt immer noch gibt. Einfach genau dieser Moment, wenn dann so der Song irgendwie so die Führung übernimmt irgendwie. Und den erwischen wir in dieser Konstellation irgendwie relativ schnell. Wir treffen uns zu viert und wir haben inzwischen das Vertrauen, dass wir wissen, wir müssen eigentlich nur zu viert an Instrumenten hocken und ein paar Minuten warten und dann ist irgendwie eine Idee da. Irgendwie. Das ist eigentlich das Besondere für uns an dieser Kapelle. Ja, also deshalb sehen wir uns auch ganz klar als Band, weil wir einfach gespürt haben, das bringt eigentlich überhaupt nichts, wenn einer kommt, ich habe jetzt mal einen Song geschrieben und ich sag euch jetzt mal, was du singen und spielen sollst. Sondern das ist irgendwie das Tolle, ist, dass einfach das zusammen dieser Zug losrollt. Ja. Deshalb ist auch dieser Sound entstanden, der uns glücklich macht und irgendwie auch das Grinsen herbeiholt, dass wir einfach als Band zusammen auch wirklich schreiben. Also das ist uns sehr, sehr wichtig. Elektronisches, Soul und Jazz fügen sich bei Triband ganz leicht zusammen. Zu Popsongs, die auch unverstärkt funktionieren. Dabei lebt Triband nicht nur von ihrer musikalischen Professionalität. Bemerkenswert ist vor allem das menschliche Miteinander, die positive Energie, die Musiker ausstrahlen. Alle vier sind starke Persönlichkeiten mit jeweils ganz unterschiedlichem musikalischem Hintergrund. Ja, wir sind natürlich alle vier schon sehr, sehr lange unterwegs und arbeiten nur als Musiker und haben super viele verschiedene Projekte und Bands gehabt. Und es ist wunderschön, endlich sich mal so angekommen zu fühlen. Und zwar in unserer Band Triband ist es halt einfach so, dass, glaube ich, jeder von uns sich auf seine Art und Weise austoben kann, sich total zu Hause fühlt.